So, jetzt. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge. Mein Tiefleiter gerade hochgehoben. Ich werde jetzt hier erst Tiefbett quasi breiter ziehen. Dazu löse ich hier die Schrauben, ziehe das alles raus und werde dann hier innen drin, das ist dann etwa hier, werde ich das dann wieder beschrauben. Das Tiefbett wird so 3,25 Meter breit. Ich werde ab und zu mal zwischenfilmen, werde mal zeigen, wie es aussieht. Viele haben es ja schon gesehen. Jetzt ist das Tiefbett so breit wie die Achse hinne. 2,75. Wenn ich fertig bin, dann steht es etwa 20 über. Schauen wir mal. Bis gleich. Jetzt alle Bolzen los. Das ist so ein Bolzen, beziehungsweise zwei. Das hier ist der die Bretter verbindet miteinander. Und das hier ist ein Anfang. Die sind ein bisschen anders da zusammengebaut. Die Anfänge sind so zusammengebaut. Und in der Mitte ist das kurze Stück in der Mitte halt drin. So, jetzt ziehe ich mal. Mensch, stell euch mal hin. Und dann hier innen drin verschraubt. Das Tiefbett ist dann etwa 25 cm Breite pro Seite. Pro Seite. Mache ich jetzt mal mit allen hier. Dann gehen wir auf die andere Seite. So. Erste Seite fertig. Der Königstiger hat ein kleines Dichtigkeitsproblem. Ich glaube, ich werde noch mal drüber dampfen gleich. Dann kann ich auch weiter ohne ein bisschen Dreck rausmachen. Ich glaube, das mache ich auch noch. Gehe ich rüber auf die other side. Hello from the other side. Ach, sorry, ging nicht voran gewesen. Hat echt ein kleines. Alter. Alles voll mit Öl, ey. Gibt's hier gar nicht. So, ein bisschen mehr wie anderthalb Stunden später. Jetzt 10 vor 12 oder so. Das ist fertig. Wie gesagt, jetzt ist es 3,25 Meter breit. Ich werde jetzt noch ein bisschen sauber machen, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, und dann fahren wir den Baguette drauf.
So, fertig. Fertig bin ich schon lange. Oh, ein bisschen Licht, ich weiß nicht, ob es was bringt. Ja, ein bisschen vorne gesichert mit 4 Ketten. Mal sehen, wenn man es erkennt.
Die Schilder hinten, die rot-weiße, hätte ich mir sie normalerweise hierher machen. Dahin. Aber das lasse ich jetzt so. Und hinten auch, hinten mit vier dicken Ketten. Je einer 16 Tonnen zur Kraft. Jo. Morgen früh, war es dann um 4 oder so. Rollen wir dann los. Gucken wir mal. Was ist denn? So, es geht los. Es geht los. Wird jetzt ein bisschen mehr Funkkontakt haben, ja. Also, alle, die fahren schon ohne mich. Die fahren schon ohne mich los hier. Gibt's doch gar nicht. Ein Video nehmen wir mal mit zur Hund. Flacken auf dem Dach brauchen wir auch noch. So. Also gut. 4:34 Uhr, wie gesagt, bis 4:30 sollte man da sein. Bis halb sechs. Das hier ist eigentlich das anspruchsvollste hier, ja, der Weg von uns bis auf die Autobahn. Und der Rest ist eigentlich, ja, der wird halt gefahren, sagen wir mal so.
feucht, ne? Also, ohne Worte, Ami. Ohne Worte. Schmerzfrei, oder? Ami, ich muss meine rausholen. Wir waren Ami. Ja, ist egal. Das schon mal, das war alle Weile. Nicht so wirklich gut, was der da gemacht hat. Nutze Yellow rum sie Eck. Rum sie Nougat Eck. So, komm, Brücke ist frei. Jawohl. Ein roter Blinker bedeutet immer ein amerikanischer Mitbürger. Gut, zumindest mal ein amerikanisch zugelassenes Fahrzeug.
Gerät mache doch. Fahren wir hier dann durch die Baustelle durch und dann ins Krankenhaus, die wird ein bisschen problematisch, will ich nicht sagen, aber das wird halt, ja, müssen wir halt ein bisschen gucken. Aber ansonsten, wie gesagt, das Schlimmste haben wir. Wenn wir dann in der Zielstraße sind, müssen wir schicken wir das voraus, Fahrzeug quasi voraus. Er fährt da mal vorgucken, ob wir schon rein dürfen oder nicht. Weil wie gesagt, unsere Ausweise sind eigentlich Einlass erst ab, ich glaube, 6 oder 7 Uhr. Wenn wir nicht rein dürfen, müssen wir halt noch warten so lange. Ansonsten fahren wir rein. Geht rein, ne? Rechts, ja. Ist frei, kann fahren. Ja. So, da fahren wir jetzt rechts. Da, wo der Arbeit neigeballert ist. Alles klar. Achtung, Auto. Ja, lass den ruhig vor. Der muss kurz warten. Altführung. Reicht. Eben, du könntest gerade noch vorfahren, eventuell froh, ob wir rein dürfen oder ob wir noch warten sollen. Sei so gut. Jawohl, mach ich. Kennen die Deutschland MG, ja? Ja. Nach 6, also hat sich richtig gelohnt. Wir dürfen jetzt endlich reinfahren. Es ist auch hell. Ja, jetzt können wir eh nicht mehr schlafen. Eigentlich habe ich das so verstanden, dass das so abgeklärt war, dass wir, wenn wir kommen,
5, 5:30, dass wir gleich reinfahren dürfen, aber scheinbar doch nicht. Ja, wie gesagt, jetzt ist 6:20. Kann ja nicht immer alles rund laufen. Hi. Achtung, Auto. Wir sollen auch die Drittspuren nehmen quasi. Ne? Wir sollen einfach Katze gerade rinfahren. Gut, jetzt ich bei euch weiß ich jetzt gar nicht. Die haben sie mir gesagt, alle drei in die Drittspuren in Katze gerade raus. Okay, alles gut. So, dann muss ich mir kurz ein Check-in machen hier. Mache ich die Kamera aus kurz. Du musst wieder ein Stückchen zurück. Wir müssen da vorne gleich hinter der Betonwand müssen wir links rüber. Ich weiß gar nicht, ob ich da rumkomme. Ja, alles klar. Aber du kannst ruhig noch warten. Ich warte mal, wann der Schumi durch ist. Und dann fahren wir los. Und dann mache ich da hin und zu, dann kannst du ein Stück zurückkommen. Warte mal, du guckst noch einer rechts, dann los ich, oder? Okay, nein, ich fahr. Komm nur zurück. So, wir müssen jetzt hier vorne gleich links rum. Könnte knapp werden. Soll ich dir irgendwie gucken oder so, zu helfen, wenn du da rumfahrst? Nö, vorne sehe ich alles. Schumi muss mal hin und muss er mal ein bisschen die Augeleihe quasi. Aber es langt. Ah, sieht gut aus. Vorne kommen noch ein paar Bodewelle. Mal gucken, ob ich da drüber komme, aber das sollte auch passen normal. Vorne in die Kurve fahre ich rechts und dann gleich links quasi so auf 9 Uhr oder 10 geht es dann so halb links weg. Alles klar. Ah ja, okay. Ja, du kennst ja noch die Baustelle dahin, oder? Du warst bestimmt auch schon das eine oder andere Motto. Ja, das kann Sinn, das kommt mir ein bisschen bekannt vor, dass du. Fahren wir jetzt einfach durch, kennst du da durch, bis dann hin macht sie Linkskurve und dann kommt irgendwann der Bauzaun. Erwartet aber nicht, Thorsten. Nee? Nee. Ich meine, ich war da schon immer, das kommt mir doch bekannt vor, aber keine Ahnung.
sieht ja eh alles gleich aus in der, bei den Amis. Sieht aus so wie ein Raumsteher. Google, bist du über den Bumper drüber gekommen? Brill's an. Scheint zu gehen, ne? Ja. Wenn die da kommt, die Interessen, weißt du das? Nee, ich glaube, die Hände haben nichts. Weg, puff. Na, will ich machen. Das ist meine Standheizung an. Ich habe gar keine Standheizung an. Gemacht. Das Zebrastreifenschild oben habe ich mal extra von weggeräumt mit dem Arm vom Erdbauarm vom KMC. Ach, da ist gar kein Bauzaun mehr. Okay. Ich glaube, könnte das gewesen sein. Schumi, siehst du was oben? Ich glaube, das könnte knapp werden, oder? Siehst du jetzt, im Moment langsam noch. Jo, das passt, alles gut. Ja, das passt. Okay. 10 cm Luft. Okay. Dinge geben low, das ist schon das Gute. Fahrt da direkt hinter der Stopp, Steven, rechts drin müssen wir da. Meine ich immer. Okay. Thank you.
So, zu Hause angekommen. Kurz das Problem zeigen. Hoffmann erkennt das hier. Ja, du kommst hier mit nichts dran, du hast da mal einen Schlüssel. Kommst du so wie hier, kommst du wunderbar dran. Aber da geht es halt nicht. Und das sieht jetzt aus wie verranzt einfach. Oder ist halt einfach verranzt. Weil du immer mit der Zange musst du hier greifen. Da. Und das hat uns ein paar Probleme gemacht. Zum Achseheben einfach. So, ich hänge jetzt den Dolly ab. Baue wieder alles zurück. Und dann mal gucken. Eigentlich wollte ich nochmal durchputzen, ne? Aber mache ich irgendwann demnächst. Heute nicht. Gleich. So. Wieder alles zusammengebaut. Okay. Gerade die Reste vom Frühstück verstauen. Jetzt lade ich hier vorne an. Was man das erkennen kann. Der dritte Bagger von links. 29 Radbagger. Den lade ich jetzt und bringe ich runter nach Meisenheim. Mache einen Sortierkreiber dran. Entschuldigung, ich bin müde. Einen Sortierkreiber dran und mache mir nehme einen Löffel mit Zähne mit. Und dann machen wir das so. Hier vorne wird es schon spaßig, dann an der Ampel links rein. Weil ich mithelfen müssen. Mal aus davon. Mein Plan wäre jetzt gewesen, ich fahre hier rechts ab, fahre dann nach der Einkaufsmärkte links, da ist eine recht breite Straße, dass ich da ablade und per Achse rüberfahre. Wäre mein Plan jetzt gewesen. Ach, grün. Olvet, ist es grün? Olvet? Noch grün, oder? Lege hinten dran, fährt nicht mehr. Hier auf dem Parkplatz. Wer mal gefragt hätte, hätte ich hier können bestimmt auch abladen. So, vorne ist die Reihweisen. Stehe ich hier wieder. Das ist einfach. Das ist Mist. Das ist. Naja, egal. Sorry. Das ist so. Ist es und so bleibt's. Kann ich hier nicht stehen bleiben, oder? Guck mal, ob ich hier rechts hochkomme. Hier mehr an der Seite stehen bleib. Ja, das ist. Oben wäre es wahrscheinlich besser, ne? Meister, warte kurz bitte. Meister, warte kurz bitte, danke. Hier neben der Seite kann ich doch stehen und kann in aller Ruhe abladen. Hat denen vielleicht auch nicht so gefallen, aber macht das jetzt einfach so. Kann ich später, eventuell drehe ich hier wieder oder ich kann hier oben drehen.
gerade. Also ich glaube, wir werfen das doch um. Ich bin nicht mehr in der Sembacher Straße, Meister. Genau, ich bin hier. So, da hoch. Saarstraße. Obwohl, die Saarstraße ist eigentlich recht breit, ne? Und dann könnte ich da vorne wieder, wo ich eben hergekommen bin, rausfahren. Das ist nur da oben rumkommen. Aller gut, gucken wir mal, ob das klappt. So, die Kamera hinten geht aus und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Kamera aus und ich weiß nicht warum. Das ist schon wieder. So, da vorne sind meine Männer. Guck doch nicht so grimmelig hier. Moin! Und das reicht, wenn hier ein Bus kommt jetzt. Muss? Können wir hier nicht rein irgendwo? Wir müssen hier auf den Tacho rein. Wir müssen hier auf den Tacho. Ah ja, so. Kommt der nächste Bus. Hält der hier oder hält der nicht hier? Da bieten wir es noch an. Das wollte ich doch nicht. Das wollte ich doch nicht. Danke. So. Ach nee. Mach mal schnell. Danke. Warum denke ich ständig, heute ist Freitag? Heute ist erst Donnerstag, Mann. Ich hab noch einen Tag morgen. Weiß nicht warum. Ständig denke ich, es ist Freitag. Keine Ahnung. Ja, ich könnte fahren, ne? Komm nicht da rum, wenn rechts keiner steht. Ist ja auch nicht. Ampel ist aus, ne? Oder? Ja. Hallo, Freitagmorgen. Letzter Arbeitstag. Für mich und mein Fahrzeug. Danach geht er ja weg. Beziehungsweise wird Montag, Dienstag wird er noch laufen. Dann wird er bei der Kollege fahren. Ich werde heute Morgen, lade ich mal wieder den Long Reach, fahre den hoch nach Sembach bei den Amis in die Housing und dann soll ich noch einen Bagger nach Wolfstein in
Wie heißt die Fabrik? Ich weiß es nicht mehr. Firma KOB, genau, da rein. Da werde ich nicht filmen dürfen. Drin. Ja. Schauen wir mal. Mal, ob ich da noch irgendwo gedreht kriege oder ob ich rückwärts wieder rausfahre. War gestern in Landstuhl, war es schon sehr, sehr ruhig. Ich glaube, es sind Ferien. Kann das sein?
glaube, es sind Ferien. Sonst siehst du, um diese Zeit morgens, ja, steht hier schon alles voll normal. So machen wir ja, okay. Die Reifenwaschanlage steht noch, das wird auch heißen, dass hier auch noch Futter ist, wo ich abladen kann. Ja, dann wirst du hier oben gleich stehen bleiben. Eine Walze sehe ich. Irgendwo soll da auch ein Bagger sein von uns. Und eine Raupe. Ah, da unten sehe ich einen Radlader. Und einen Baggerarm. Da hinten kann ich mit Sicherheit nicht mehr drehen. Und hier links sieht es auch nicht so aus, als könnte ich da oder dürfte ich da drauf fahren. Aber hier ist asphaltiert, ne? Hier ist asphaltiert, da könnte ich. Ich weiß nicht, ob ich da hin rumkäme. Ich weiß nicht, ob ich da herumkäme da hin. Oh, ich fahr mal rein. Wird schon falsch sein. Die Raupe steht hier. Da darf ich mit Sicherheit nicht mehr drauf fahren. Da geht noch ein Weg rein, der geschoben ist. So, ich mache mal kurz den Funker laut, falls jemand schreit nach mir. Hier könnte ich vielleicht noch reinfahren, später drehen. Das könnte gehen. Ich würde hier neben an die Seite fahren. Stelle ich mich da rückwärts rein. Kommt hier noch was durch, wenn ich hier stehe? Nee, ne? Bleib hier neben auf Seite stehen. Durchkommen. Ne? So, ich laufe mal kurz davor, frage mal. Also, da vorne steht Longreach. Ich habe jetzt den Cutbagger geladen, aber wenn der Kollege wegfährt, könnte ich vielleicht doch hier drehen. Das wird aber sehr hart. Ne?
Nee, ich glaube, ich fahre rückwärts raus. Das ist einfach das Einfachste. Sorry, ich muss mal schneuzen. Also, das klappt nicht. Ich darf nicht über die Brücke fahren und wir haben keine Helfer. Das heißt, ich lade jetzt den Bagger wieder ab hier im Hof. So drüben bei mir auf der Seite. Dann fahre ich noch runter nach Ruppertsweiler und hole den 914 noch raus. Dann wird es Mittag sein, denke ich, bis ich da bin. Okay, hier vorne sieht es mal sehr gut aus. Wenn es so weitergeht, ist alles gut. Hier aus bis Meisenheim, ich brauche bestimmt 2 Stunden, vielleicht sogar noch länger. Bin jetzt vom Hof hierher bin ich jetzt 1 Stunde gefahren und vom Hof bis Meisenheim brauche ich auch 1 Stunde, 1 Stunde 10 etwa. Das ist wie gesagt gleich 11, eine gute halbe Stunde geladen, wobei ich auch mit dem Bagger muss ich auch noch ein paar Meter fahren. Könnte vielleicht länger dauern wie 1/2 Stunde. Ja. Ja, kannst drehen und wenden, wie ich will. Es wird 16 Uhr werden. Habe ich noch nicht ausgeräumt, dann habe ich noch nicht geputzt. Und so, gucken wir, dass keiner kommt, dann passt. Also nett, ich muss aber auch nochmal anrufen oder nochmal nachfragen, weil in Meisenheim steht ja ein Radbagger von uns. Der wird auch um Montag fertig. Der könnte die 3 Meter per Achse rüberfahren, normalerweise. Normalerweise. So. Ja, sieht da oben aus. Da oben sieht sehr gut aus. Da oben sieht sehr gut aus. Ah ne, doch nicht. Ich hab's echt nicht gesehen. So, hier in dieser Straße steht der Bagger. Oh, das sieht überhaupt nicht gut aus da oben. Oh, das sieht überhaupt nicht gut aus da oben. Warum ist der Kollege jetzt rausgefahren und jetzt dreht er da? Oh, das sieht überhaupt nicht gut aus da oben. So, wo steht der Bagger? Der Bagger steht dahinter. Ob der Wendehammer eventuell frei ist, aber das ist not the yellow from the egg. Stehen auch jetzt auf beiden Seiten Fahrzeuge, ja, also dass ich den Bagger gebracht habe, war das besser. Mensch, Leute, macht doch sowas nicht. Ah gut, könnte doch klappen. Ich weiß halt nicht, ob ich hier rumfahren soll, ob ich hier rumkomme. Ne, okay, hat sich gerade erledigt. Hat sich gerade erledigt.
Sorry. Muss ein bisschen. Mülleimer stehen auch noch draußen. Hier drin in der Straße hatte ich den Bagger abgeladen. Was geht? Geht alles gut. Geht alles gut. So, kommt das bei euch zu sehen. Alles gut. Hab schon Schlimmeres gehabt. Okay. Vielleicht kann ich hier an der Seite stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da oben reinkomme. Ich habe nicht geguckt, ob da ein Auto steht. Ich fahre nicht zum Spaß hier rein. Weil er mich auch diese Woche gesehen hat, wie ich den Bagger gebracht habe. So, jetzt mal langsam. Ich glaube, dass wir auf der rechten Seite stehen. Ja. Oder? Oder ist alles blöd? Hier sind Bäume und hier sind Bäume. Aber wo soll ich sonst stehen bleiben? Auch nicht ewig lang hier sinnlos stehen. So, fahren noch ein Stück vor, bis noch einer durchkommt. So, gehe schnell abhängen. Seilt sich gerade durch Spiele ab. Das alte Lüde. Seht ihr da, oder? Mach dich vom AG. Hoppla, ich bin genau der Spinne, bin ich voll am Rasen. So, vorne kommt jetzt gleich die Abfahrt. Wenn ich hier hin reinfahren könnte, wo der Fußgängerüberweg ist, würde es fast passen. Ne? Oder ich muss dann später raus zu, wenn ich rausfahre, muss ich dann später einmal die für LKW gesperrte Straße fahren.
Und da steht gerade ein Sattel drin, da unten. Ah, da unten muss ich hin. Den Weg muss ich runter hier. Ja, ich denke, ich werde hier näher an der Seite stehen bleiben. Was soll ich machen sonst? Weiß nicht, ob ich da vorne drehen kann. Hier an der nächsten Kreuzung. Will mich aber jetzt auch nicht rückwärts da runter quälen. Ich häng ab hier und dann fahre ich die Backe runter und dann geht's wieder ab nach Hause. Ja, ich würde dann sagen, ich mache hier einfach mal Schluss. Für diese Folge. Wie gesagt, letzte Fahrt mit dieser Zugmaschine. Für mich letzte Fahrt. Ich werde jetzt auch nur das Nötigste ausräumen, der Rest, wie schon gesagt, wenn's weg ist, dann ist es weg. Dann ist es so. Kommen gerade zwei Kollegen. Tag, Männers. Hi, Großer. Ja, dann geht's für mich jetzt erstmal ein paar Tage in Urlaub. Wir werden im Allgäu sein, unten mit unserem Wohnwägelchen, meine Chefin und ich. Nach Ostern, wie gesagt, geht es dann mit der neuen Zugmaschine weiter. Endlich mal wieder ein ordentlicher Schwertransport dabei, sag ich jetzt mal. Nicht so ein Tagesgeschäft. Was ich jetzt noch mache, dies ist keine Werbung. Ich bekomme kein Geld dafür. Die haue ich mir jetzt noch rein. Auf dem Nachhauseweg, ja, wie gesagt, eine gute Stunde fahre ich. Bis dahin ist die dann auch leer. Bis ich dann zu Hause bin. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis denn. Tschüss.